San Lorenzo, la Monica, oppure chi man mano, visto che stai lì Sì, io e ci faccio il stai. portiere, io faccio il portiere. Ok, man mano che arriva Faccio entrare, chiedo il biglietto e faccio entrare, eh. Mi invito, no, il biglietto. il Vai. Also, fangen wir an. Die Idee ist heute eine halbe Stunde oder 40 Minuten zusammen zu verbringen mit Lukas und mit mir und zusammen ein bisschen Deutsch zu sprechen, weil wir uns seit langem nicht mehr gesehen haben. Und ich glaube, ihr habt auch ein bisschen Lust, Deutsch zu sprechen, oder? Ja? Ja. Bitte Ja. ja? Okay. Also, das heutige Thema ist ein sehr einfaches Thema. Okay? Wir haben ein einfaches Thema gewählt, damit vielleicht alle sprechen können, okay? Und ich glaube, mit diesem Thema ihr könnt alle verstehen und alle mit uns unterhalten. Okay? Ich werde. Ok, Ok! qualcosa. Natürlich, wenn ihr nicht versteht, könnt ihr mich fragen, okay? Und ich werde auf Italienisch wiederholen. Okay? Ok, Marta, se ci sono problemi, interrompimi, Va bene. possibile. Stavo dicendo che abbiamo scelto un tema abbastanza facile per permettere a tutti di capire, di partecipare attivamente, ok, in maniera attiva. E per questo, insomma, abbiamo scelto Der Tagesablauf. Aber der Tagesablauf während der Quarantäne. Warum während der Quarantäne? Moment mal, cerco di condividere il mio schermo così ci vedete. Un momento. Perfetto. Sì, ma sono. Aspettate, eh. Solo un secondo che ho. Devo andare in un'altra slide. Arrivo. Ok. Allora, Deborah. La polvere nel frattempo. Ok, conti a zero. Ok, wunderbar. Gut, also, über den Tagesablauf zu sprechen, brauchen wir ein bisschen Wortschatz zu wiederholen, okay? Einige Wörter vielleicht kennt ihr schon, weil sie ganz einfach sind. Aber einige sind oder werden neue Wörter sein, okay? Seid ihr fertig? Quindi adesso andiamo a vedere un po' di paroline che hanno a che fare con il Tagesablauf. Scusate, ma non mi va più il mouse e non riesco a mettere la presentazione. Portate pazienza. Ok, zum Beispiel, hier gibt es einige Verben, die wir vielleicht schon kennen. Aber zum Beispiel, wenn wir normalerweise über unseren Tagesablauf sprechen, beginnen wir immer mit Ich stehe auf. Lukas, kannst du uns vielleicht helfen und unseren Schülern
erklären, welche Unterschied zwischen Aufwachen und Aufstehen gibt es? Wenn ich aufwache, dann bin ich noch im Bett. Genau. Wenn ich aufstehe, dann bin ich nicht mehr im Bett. Genau, wir wachen auf, vielleicht wenn der Wecker klingelt. Okay, also Lukas, bist du so brav und so gut auf Italienisch auch die Übersetzung zu sagen? Hast du dieses Wort auf Italienisch gelernt? Svegliare ist aufwachen. Ja, genau, sehr gut. Mialzo ist aufstehen. Ja, genau. Aufwachen ist svegliarsi. Und auf Deutsch ist das kein Reflexivverb. Und aufstehen ist alzarsi. Und nochmal ist dieses Verb nicht reflexiv. Okay? Gut. Duschen kennt ihr schon alle, die Übersetzung, oder? Erinnern wir, dass auch Duschen kein Reflexivverb ist. Okay, man sagt, ich dusche. Hm? Alles klar bis hier? Ja. Gaia, Marta? Ja. Die Mittelstufe-Gruppe ist okay? Ja. Gut. Alles gut. Und Frühstücken kennen wir auch schon. Das ist ein wunderbares Wort, um zu sagen, faccio colazione. Auf Italienisch haben wir nicht ein Verb, um colazionare zu sagen. Okay. Gut, ich habe eine Frage. Lukas, ich habe eine Frage für dich. Okay. Wenn dein Wecker klingelt, weckst du sofort, stehst du sofort auf oder bleibst du ein bisschen im Bett noch? Ich stehe noch mal nie sofort auf. Ja. Meistens drücke ich noch 2 oder 3 Mal auf Snooze. Ja, genau, ich auch. Zum Beispiel, also es gibt Personen, die aufwachen und danach bleiben im Bett noch eine Viertelstunde vielleicht. Aber ich kann zum Beispiel das nicht machen, weil ich wahrscheinlich noch eine halbe Stunde oder eine Stunde oder 2 Stunden im Bett bleiben. Okay? Gut, also weiter. Jetzt, während der Quarantäne, müssen wir Hausarbeiten machen. Wir können nicht ausgehen. Und deshalb müssen wir das Haus zum Beispiel putzen oder aufräumen und das Bett machen. Lukas, bei dir, wer macht das Bett? Wir machen das beide 50-50. Ah, gut. Also wer zuletzt aufsteht, deshalb bin ich es meistens. Der Letzte, der aufsteht. Okay, gut. Und aufräumen und putzen, kennt ihr die Übersetzung? Wer will versuchen, die Übersetzung zu sagen? Deborah, was bedeutet aufräumen? Aufräumen. Weißt du es? Oder will jemand unserer Freundin Deborah helfen? Ich habe nicht verstanden. Ordinare. Riordinare, danke. Ich glaube, es ist Marco. Richtig? Ist das du, vero Marco? Non ti vedo. Ok. Ja, riordinare, mettere in ordine. Oder putzen. Putz,
putzen bedeutet polieren in general. Aber Lukas, was benutzt diese Frau, diese Putzfrau? Die Frau benutzt einen Besen. Ja, einen Besen. Der Besen, la scopa. Ah, okay. Okay. Und zum Nasswischen heißt es ein Wischmopp. Okay. Kannst du vielleicht den Vorder im Chat schreiben? Ja. Un attimo. Okay. Zu Hause müssen wir auch die Wäsche waschen, die Frauen vielleicht meistens, oder? Die Wäsche waschen bedeutet fare bucato und die Wäsche aufhängen. Das bedeutet ja, die Wäsche aufhängen. Du kannst Cosa? Stendere, bucato. Ja, genau, stendere. Sehr gut. Gut, können wir weitergehen? Gibt es Fragen? Ja. Ah, non ho capito, scusate. Posso andare avanti? Non ci sono domande. No, no, ok. Ok, wunderbar. Scusate, ho l'audio un po' in ritardo, probabilmente ho poca connessione, quindi ogni tanto farò domande tipo su un quarto d'ora di lezione prima, ma lo sapete che lo faccio anche normalmente. Non hai problemi, fin da anche bonus. Sono abituata a contare. Gut, also was machen wir auch zu Hause? Viele von noi müssen von zu Hause arbeiten. Oder in dieser Zeit bleiben wir zu Hause und wir arbeiten von zu Hause. Am PC zum Beispiel. Okay. Danach können wir das Essen machen. Können wir sagen, das Essen machen oder kochen. Wer ist der Koch bei dir zu Hause, Lukas? Oder die Kochin? Also ich mache Mittagessen. Und Marika macht das Abendessen. Wow, mit den Turni, super organisati. Wunderbar. Und gefällt es dir? Zu kochen? Machst du kochen? Ja, ich tue sehr gerne kochen, wenn ich Zeit habe. Wenn ich auch einkaufen gehen kann, die Zutaten einkaufen kann, dann macht es sehr Spaß. Okay, gut. Was kochst du am liebsten? Spaghetti mit Tomatensauce. Das ist einfach, das kann ich auch kochen. Aber während der Quarantäne haben die meisten Italiener etwas gelernt. Die meisten, aber ich nicht. Kuchen oder Brot selbst backen. Was bedeutet in Facebook oder in Social Netzen gibt es immer Bilder mit Personen, die Brot selbst backen. Was bedeutet Brot selbst backen? Farsi il pane. Farsi il pane a casa da soli, ok? Farsi il pane da soli oppure fare le torte. Alle italiane si becken le torte. Und können auch viele Kuchen vorbereiten. Lukas, hast du auch Brot selbst gemacht? Nein, aber Käsekuchen, eine deutsche Spezialität. Käsekuchen. Kennt jemand Käsekuchen? Ja, jetzt, dass ich daran denke, ja. Käsekuchen. Das wird mit Quark gemacht.
Nein? Siete svenuti? No. No, ci siete ancora. Cucinare il formaggio. Si fa il formaggio fuso. Käse kuchen, nicht kochen, oder? Sì, Käse kuchen backen. Vielleicht kannst du ein Bild bei dir über den Browser zeigen, wie ein Käsekuchen ausschaut. Gerne. Über Google. Was ist ein Kuchen? Na, un dolce, una torta. Un dolce. Deve essere una specie di panino con un sacco di formaggio, penso. Cheesecake. Ma più... Esatto, cheesecake. Ah, ah. Cheesecake. Wunderbar, also während unser Sekretär. Ah, Käsekuchen. Mm. Ist da. Mit Quark, oder? Wie heißt das? Ja. Quark heißt Ricotta, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Ricotta ist etwas forse come anders. Philadelphia. Deve essere il Philadelphia, una cosa così, formaggio molto tenero. Ho mangiato, ich habe Philadelphia gegessen und ich habe auch Ricotta gegessen. Beides ist kein Quark. Und hier in Italien gibt es, habe ich Quark nur im Lidl gefunden. Mhm. Es ist wie Joghurt etwas mehr trockener, mehr secco als Joghurt. Mm. Ah, okay, ho capito. Gut. Ja, okay. So, wo sind wir geblieben? Kuchen oder Brot selbst backen. Und um zu essen, brauchen wir den Tisch zu decken. Okay. Hm? Und am Ende müssen wir den Tisch abräumen. Okay? Was bedeutet Stefano, den Tisch decken und den Tisch abräumen? Preparare la tavola e sparecchiare. E esatto, sparecchiare la tavola. Sparecchiare. Apparecchiare e sparecchiare. Sehr gut. Ok. Und am Ende des Essens muss man, ich mag das nicht, aber weil ich keine Spülmaschine habe, das Geschirr waschen und das Geschirr abtrocknen. Lukas, hast du eine Spülmaschine bei dir zu Hause? Ja, wir haben eine Miele. Also das Geschirr waschen und abtrocknen bedeutet lavare. Esatto, lavare i piatti. Lavare i piatti. Asciugare. Sehr gut. Ok. Gehen wir weiter. Ja. Gut, jetzt haben wir die Aktivitäten für die Frauen. Was bedeutet bügeln? Tirare. Das kannst du bügeln? Tirare. Tirare, genau. Lukas, wer bügelt deine Hemden zum Beispiel? Manchmal ich, manchmal Marika, aber 70% Marika. Und 30% ich. Wow, du kannst auch bügeln. Wunderbar. Ja. Wie viele Männer hier heute können bügeln? Außerdem nur Lukas? Ricardo, kannst du bügeln? Du bist mein Kollege. Stefano, kannst du bügeln? Nein. Nein. Nach der Frage bin ich weggegangen. Oh, während der Frage bist du weggegangen? Kannst du bügeln? Wir waren neugierig daran. Nur die Servietten, wie heißen die? Die Handtücher. Gut, gehen wir weiter. Jetzt
das der Frühling hier ist, müssen wir den Kleiderschrank ordnen. Okay? Quindi, was bedeutet Kleiderschrank? Kleiderschrank ordnen? Sistemare l'armadio. Genau. Und Staubsaugen. Lara? Aspirare. Aspirare, passare l'aspirapolvere. Genau. Staubsaugen. L'accessorio è der Staubsauger. Ok, Staub. Gut. Und während dieser Quarantäne, viele Personen sind auch Gärtner geworden. Aber immer nicht ich. Meine Pflanzen sterben alle, wie früher. Nichts hat sich verändert bei mir. Also Gärten bedeutet... Gaia, was glaubst du? Was bedeutet Gärten? Wie? Gärten, was bedeutet? Ah, fare giardinaggio, fare dei lavori in giardino. Oder wir können da etwas ein bisschen einfacheres, wie Pflanzen gießen. Pflanzen oder Blumen. Blumen. Quindi innaffiare, ah, okay. Innaffiare le piante, i fiori. Luca, Lukas, hast du Pflanzen oder Blumen auf eurem Balkon? Wir haben in der Wohnung ein paar Pflanzen und Blumen. Ja, aber die sind sehr leicht zu pflegen. Man muss sie nur einmal pro Woche gießen. Ah, so. Welche Pflanzen hast du, Lukas? Wir haben eine Palme, das, was hinter dir ist, nur viel kleiner. Aha. Und wir haben dann noch zwei andere Blumen, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Die sind grün. Gut, weiter. Was kann man auch in diesen Tagen machen? Natürlich einkaufen. Einkaufen ist eine Sache, die wir noch dürfen können. Und wir machen. Okay? Also, einkaufen, lo sappiamo, no? Vuol dire fare? Fare la spesa. Genau. Können wir dürfen oder können lesen. Lest ihr viel? Habt ihr Zeit zu lesen? Ja. Ja. Gut, und mögt ihr lesen oder nicht? Ja. Ja, gut. Wir können Musik hören und vielleicht jemand kann auch Instrumente spielen. Ich weiß nicht, wer hier ein Instrument spielen kann. Ich zum Beispiel nicht. Ich bin mir sicher, dass mein Kollege Ricardo Klavier spielt. Was ist Klavier? Pianoforte. Ja, Pianoforte. Und Lukas, kannst du sagen, wie diese Instrumente heißen? Welche Instrumente? Ich glaube, wir haben hier die... Ach, da auf dem Bild, entschuldige. Ja. Ein Moment. Das erste ist ein Drum. Set, ja. Ein Drumset. Das zweite nennt sich Saxophon. Ja, ich glaube schon, genau. Das dritte ist ein Cello. Ein Cello,
Unten links ist eine Gitarre. Genau. Mit G-Gitarre. Mhm. Eine Geige. Eine Geige. Il violino si chiama Geige. Und das letzte ist eine Trompete. Ja, eine Trompete. Gibt es Musiker hier? Außer Ricardo? Du, Lukas, was spielst du? Ich spiele klassische Gitarre. Ah, das wusste ich nicht. Wow. Wunderbar. Spiele Cello. Und Valeria ist auch da, oder? Ja. Ja, unsere Profi-Musiker. Oder? Jungs, das ist auch ist nicht Schlagzeug, ne? Ja, auch. Ich glaube, wir nehmen... Ja, Schlagzeug, sagt man auch, man genau. Genau. Ja. Marco, du bist auch ein Musiker, oder? Musiker. Marco? Ex-Profi-Musiker. Ah, okay. Was spielst du? Gitarre? Gitarre, Klarinette, Saxophon. Wow! Wunderbar! One man band, si dice in inglese. Ja, oh. One man band. Gut, was machen wir noch? Fernsehen. Wir wissen, dass auf Deutsch wir haben ein Verb, das guardare la televisione. Okay, Fernsehen. Ich sehe Fernsehen. Und das ist eine sympathische Aktivität, weil das Haustier ist während dieser Tage sehr wichtig. Das Haustier füttern significa dare da mangiare all'animale domestico. Aber am wichtigsten ist mit dem Hund spazieren gehen. Diese Aktivität war die einzige, eine der weniger erlaubt. Okay? Mit dem Hund spazieren gehen. Quindi andare a fare una passeggiata con il cane, che era una delle poche cose che si poteva fare avendolo. Gut, ich glaube, dass viele von euch haben auch sich ein bisschen langweilen. Sich langweilen, was bedeutet? Wenn etwas langweilig ist. Annoiarsi. Genau, annoiarsi. Und viele Italiener trainieren bei ihnen zu Hause. Trainieren bedeutet Sport machen, allenarsi. Und das war, ich habe noch nicht verstanden, ob es noch gültig ist, aber man darf vielleicht joggen, aber nur in 200 Meter. Okay. Lukas, wie trainierst du? Trainierst du? Ich weiß es nicht. Seit einer Woche gehe ich mit Maske raus zum Joggen jeden Tag. Ah, gut. Du bist nicht faul. Ich bin ein bisschen faul geworden. Gut, also Lukas, kannst du uns etwas über deinen Tagesablauf in dieser Zeit erzählen? Was Kurzes? Wenn ich aufstehe, gehe ich erst ins Bad. Ich putze mir dann die Zähne und dann mache ich den Computer an. In der Zwischenzeit mache ich einen Kaffee, einen Tee und ein belegtes Brötchen.
Und dann gehe ich wieder zur Arbeit. Dann arbeite ich bis um 12 Uhr. Ab 12 Uhr bereite ich den Salat vor und etwas anderes zum Essen. Und nach dem Essen spüle ich mit meiner Freundin zusammen, tun wir den Tisch aufräumen und spülen. Mhm. Und so gegen 1.30 Uhr fange ich wieder an zu arbeiten bis 5 Uhr. Mhm. Und ab 5 Uhr gehe ich dann joggen für eine Stunde. Nach dem Joggen mache ich eine Dusche. Mhm. Und wir essen zu Abend. Gut. Und bist du nicht ein bisschen neugierig auf was jemand von unseren Schulen in dieser Zeit machen? Ja, das wäre schön zu wissen, was die anderen machen. Ja, das glaube ich auch. Wer erzählt uns etwas? Was macht ihr, Leute? Wer will uns etwas über seinen oder ihren Tagesablauf erzählen? Dai Marco! Sei nicht schüchtern, bitte. Okay. Ich versuche zu langsam sprechen. Ja, danke. So, ich stehe auf um 7:30. Ich dusche mich. Dann frühstücke ich. Und dann fange ich meine Arbeit in einem kleinen Büro hier in meine Straße. So. Gibt es eine Filiale für mein Büro hier, meine Straße? Mhm. Bis 12:30 und dann esse ich und nachmittag arbeite ich aber von Hause. Arbeite ich von Hause in Homeoffice. Dann bis 6:30 um 8 Uhr koche ich Abendessen für meine Familie und dann ich faulenze. Gut, vielen Dank. Danke Marco. Und die andere? Ich? Ja. Ich stehe um 8 Uhr auf. Mhm. Nach dem Frühstück putze ich und koche ich etwas. Zum Beispiel, ich habe viele Soßen präpariert. Ah. Ja. mit Tomaten, Gemüse, Fleisch. So, am Ende der Quarantäne sind wir eingeladen. Ja. Wunderbar. Und die andere Seite vom Morgen, ich studiere. Etwas, zum Beispiel Deutsch oder Französisch oder Kunst für meine Arbeit. Mhm. Nachmittagessen, ich sehe Ferne und ich schlafe. Mhm. ich liebe Simpsons und The Big Bang Theory. Das ist mein Relax-Moment in Deutschland. Mhm. Und am Nachmittag mache ich Sport für eine Stunde im Haus. Und ich, was,
Sport und ich Musikoren und malen. Ah, okay. Ja. Wow. Und zweimal pro Woche ich shoppen auch. Okay. Gut. Noch jemanden? Nicole? Ja. Was machst du? Arbeitest du von zu Hause? Nur ein bisschen. Zum Beispiel für Facebook oder Instagram. Mhm. Ich stehe auf um 10 ungefähr. Ich dann ich arbeite ein bisschen und manchmal koche ich zum Mittagessen. Am Nachmittag ich trainiere mich und ich lese, ich höre Musik. Ich, come si dice, prendo il sole. Ah, Lukas, wir haben etwas für dich, Arbeit für dich. Ich sonne mich. Ich sonne mich. Und dann ich koche mit meiner Mutter das Abendessen. Mhm. Und dann wir sehen einen Film oder... Ja. Gut. Danke. Mittelstufe Gruppe. Wer spricht von euch? Non ci siamo dimenticati di voi. Lara, raccontaci qualcosa, dai, fate sentire che avete una voce anche voi. Mm-hmm. Aiuto. Anche qualche frase, non è che dovete dirci tutto per sempre. Jeden Morgen stehe ich halb sieben auf. Ich mache Gymnastik und Yoga. 20 Minuten. Das ist sehr gesund. Okay. Ich frühstücke und danach ich arbeite von zu meinem Schlafzimmer. Okay. Und ich arbeite am Morgen und danach Mittagessen, am Mittags. Und am Abend koche Abendessen und ich habe Abendessen mit meiner Familie. Ich mag Fernsehen, nicht so viel. Ich mag Filme oder andere TV-Serie? TV-Serie? Serien. Mhm. Mit meinem Computer sehen. Gut. Danke. Okay. Gut, ich glaube, wir haben nicht mehr Zeit, oder? Kollege? Garten. Okay. Wer will ich denn kommen? Gaia, volevi parlare? Sì. No, mi sentite? Perché io non vi sento più. È quello il problema. Noi vi sentiamo. Ok, a posto. A posto. Bene. Ich würde sagen, Zeit haben wir immer. Aber es ist fast... Aspetta, scusa, non ti sento bene. Ich habe gesagt, Zeit haben wir immer. Aber es ist jetzt fast Abendessen. Ja. Und Lukas muss kochen. Ja, du bist dran jetzt, oder? Nein, Marika. Abends ist Marika dran. Ich habe heute Abend frei. Okay.
Io non so più se c'è ancora il mio schermo, si vede ancora? Il tuo schermo? Sì. No. A me dà dei problemi, bisogna rifar partire la... devi ricondividerlo lo schermo. Perché avevi condiviso, avevi fatto tu, vero? Sì, perché mentre parlavano ho messo loro. Ok, sì, va bene. Adesso dovreste vederlo tutti. Ok, allora, adesso noi vorremmo, visto che abbiamo imparato delle azioni nuove, che sulla nostra pagina, chi vuole, posti una foto finché fate un'attività di questa quarantena. Ok? Auf Deutsch, bitte, con scritto... Koche, ich mache das Essen, ich mache das Bett und so weiter. E chi vuole, insomma, ci piacerebbe che partecipaste a questa cosa. Bene. Bene, volentieri. No, grazie Stefano, sono contenta che accogli questa cosa con entusiasmo. Allora, spero che... Lì. Prima di darti la parola per i saluti, sì. Volevo ricordare i prossimi... Hai le date sotto mano? No, quella di domani. Allora, domani alle 7, abbiamo, quindi alle 7, non alle 6 e mezza, è l'unica volta in cui ci vediamo alle 7 per motivi organizzativi di Sarai, che è un'insegnante spagnola, la nostra insegnante madrelingua della sede di Monselice. Che fa un webinar ovviamente in spagnolo presentando un po' alcune caratteristiche, alcune curiosità del suo paese. Lei è spagnola, quindi della Spagna. E la prossima settimana avremo martedì, mercoledì e giovedì, nell'ordine, sempre alle 6:30 questa volta. Martedì avremo l'insegnante di russo, che però per ovvi motivi farà una presentazione in italiano, con qualche divagazione in russo probabilmente, e parlerà di stranezze, abitudini e superstizioni della grande Russia. No? Poi il mercoledì c'è Renzo, mercoledì 29, che farà un incontro in italiano e commenterà a modo suo e sono sicuro che chi parteciperà rimarrà soddisfatto. E il quinto canto dell'inferno. Quindi l'incontro sarà Paolo e Francesca, attenti a quei due. Vi lascio immaginare. Poi l'ultimo incontro in realtà sarà la settimana successiva, il 6 maggio, ancora con madrelingua spagnola, questa volta Ornella, la nostra madrelingua peruviana, così in spagnolo Piero Vigo, e ci farà fare un bel viaggio virtuale in Sud America. Esatto. Poi vi parleremo delle sorprese che vi aspettano a maggio. Nel mese di maggio ci saranno 6-7 incontri molto particolari, ma ve ne parliamo la prossima volta. Elisa, lascio a te. Sì. Ma niente, insomma, io vi saluto, ringrazio intanto Lucas per essere stato con noi, ringrazio voi per aver partecipato, spero che comunque, indipendentemente dai livelli, vi siate portati a casa qualcosina di nuovo, magari che fosse anche solo una parola, insomma, che prima non sapevate. E Zabona, ci hai fatto una foto, ricordo. No, fermi che adesso provvedo. Fermi lì che vi metto tutti in griglia. C'è Galaxy Tab, non mi ricordo chi è, forse la Valeria. Forse sia la Valeria. E se riesci ad attivare, se ti fa piacere, Valeria, la telecamera per un secondo, giusto per fare una foto di gruppo. Ecco, quindi mi ha sicuramente fatto piacere rivedervi. Qualcuno ce lo siamo perso per strada, mi pare forse Gian Lorenzo, no? Aveva detto che si sarebbe connesso, invece non si è connesso. Bene. Bueno. Partecipate anche agli altri perché insomma sono interessanti, anche se non è prettamente tedesco, insomma io ho fatto una cosa un po' più ristretta perché faceva piacere appunto partecipare in prima persona,
come vi ho spiegato, quindi... Avete notato come l'ha detto? Ha detto anche se non è tedesco. Cosa? Hai detto anche se non è tedesco. Sì, ma certo, scusa, io tiro al mio mulino. Ciao, eccola la Valeria. State pazienza. Sono riuscita. Ciao, eccola la Valeria. Poi, che dopo lasciamo andare tutti a mangiare. Sì. Io volevo partecipare anche ieri, ma sarebbe stato il quarto webinar della giornata e immagino. Non ce l'ho proprio fatta, mi dispiace. Va bene. Lavora di più in questo periodo che prima. Vabbè, visto che ormai mi sono sbilanciata, l'importante è che tu abbia partecipato a questo. Ecco. E su questo? No. Va bene, aspettiamo le vostre foto, ragazzi. Vi aspetto. Ciao a tutti. Okay. Ciao, grazie. Danke. Ciao. Ciao.